Willkommen zurück zu Let's Play The Crooked Man. Was? Kriminologie, Behavior, a Psychological Approach. Oh! 9981. Ah, jetzt verstehe ich. Ich habe alles 10-mal durchgelesen, mindestens 10-mal. Ich habe nichts gefunden. Und die Antwort war eigentlich einfach in dem Bücherregal daneben. Ich weiß nicht, ob es deprimierend ist oder nicht. 9, 9, 8, klack, 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 1. The key to the computer room. Wir können jetzt endlich in den Computerraum. Da, 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 dum, dum, dum. Computerraum war eine etwas weiter unteren Etage. War der hier? Ne, das ist der Referenzraum. Computerraum. Au. Oh, was? The trash is overflowing. I don't understand any of them. Wow. Printed. Okay, hier sind zwei Zahlen, die ich jetzt gerade sehen kann. 144, 246 oder 1709. Laptop ist aus, hat keine Power. Ja, die anderen haben logischerweise auch keine Power. Freunde, Lehrer und Mitarbeiter. Ich danke Ihnen sehr fürs Kommen. Wir sind glücklich und einen, ja, sonnigen Abschlusstypen zu haben, um den Start des Rest unseres Lebens zu feiern. Die Zukunft ist vielleicht für einige nicht so gut, aber die, ja, Widerstandsfähigen werden lernen und werden, ja, bla bla bla. Eine Runde Applaus für meine, ja, Fellow Graduates. Was ist der Laptop? Aber hier ist keine Energie. Okay, aber selbst als Valediktorianer, was auch immer das ist. Ich habe keine Ahnung, ob ich über nur Bullshit laber oder ob es auch Sinn macht. Da ist etwas, ich kann mir nicht helfen, aber ich muss es erwähnen. Es ist über David Hoover. Er war sehr fähig. Nett zu uns allen. Pupils? Wurde, meine ich vielleicht Leute? Peoples? Und wurde von Leuten und Lehrern gleich gemocht. Wir alle erwarteten, dass er stolz stehen würde mit uns diesen Morgen, um, ja, abzuschließen. Aber unsere Hoffnungen wurden zerschlagen. Bei niemand anderem als ihm selbst. Was? Versteckt hin. Sich hinter dem unschuldigen Gesicht versteckend. Er verarscht alle seine, ja, Pupils und Professoren. Lasst mich euch das fragen. Sollte ihm vergeben werden, kann er der Bestrafung entkommen? Dafür, dass er seine Freunde und seine Mentoren belogen hat? Habe ich mir nicht so... Ich dachte nicht so. Er sollte für immer bestraft werden für das, was er getan hat, um seinen selbstsüchtigen Träumen nachzugehen. Hört auf damit! Stopp! Bis?
Du bist der Niedrigste der Niedrigen. Deine Träume werden niemals wahr. Wofür bist du überhaupt gut? Geh weg und stirb irgendwo, Feigling. Stirb, 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 stirb. Danke, Ladies and Gentlemen, ich bin jeden Montag hier. Ich danke Ihnen vielmals fürs Zuhören. Und geht das noch weiter, oder? Stirb, 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 stirb. Ja, ihr könnt langsam aufhören zu lachen, Leute. Ich meine, ich weiß und so, aber ist gut. Okay. Ja. Mhm. Toll. Shut the fuck up. Kann ich irgendwas machen? Hallo? Was? Und da soll noch mal jemand meinen, der Typ, der den einen Monitor durchgeboxt hat wegen diesem Scary Maze Game, hat Power. Ich bin kein Feigling. Ich bin der unglaubliche Hulk. Ich wollte einfach nur. Is? Hä? Ich habe einen Schrei gehört. Was machst du? Du hast mich dazu gebracht, dass ich mich erschrecke. Was ist der große Plan da? Ist irgendwas passiert? Ah, vergiss es. Da war nur dämonische Schrift und der Zimmer hat sich für einen Moment in die Hölle verwandelt und der Laptop ging an ohne Strom und... Entschuldige für die Überraschung, es ist nichts. Hey, Dude, bist du in Ordnung? Du bist absolut bleich. Ich bin nur ziemlich müde. Ich bin ziemlich weit hier hingekommen. Und ich habe nicht geschlafen. Lass mich allein. Ich möchte nicht reden. Nimm das. Hä? Ah, I already had a little. Aber dieser Energy Drink... Es ist ein Energy Drink. Trink... Was? Ernsthaft? Ich brauch das nicht. Ich sagte dir, du sollst mich allein lassen. Trink es! Jeez. Du siehst echt so aus, ob du Essen und Trinken brauchst. Und ich bin nett, also akzeptiere meine Nettigkeit. Oder ich werde sie dir mit Gewalt einflößen. Okay. Und das alles von einem Typen, der mich einen... Ja, zwielichtigen Punk genannt hat. Hauptsächlich, weil du wie scheiße aussiehst, Dude. Also, komm schon. Ich bin nicht so herzlos. Es ist nicht so, dass ich nicht herzlos bin. Ich meine, ich versuche, ein Anwalt zu sein. Nebenbei, vielleicht ist es Schicksal. Ich erzähle dir was. Ich werde dich nicht mehr zwielichtig nennen und jetzt werd wieder gut drauf. Du könntest mal irgendwann mein Klient sein, wenn ich ein, ja, Anwalt bin. Ha, das ist aber eine schnelle Wendung. Ich bin sehr dankbar, in jeglicher Form. Sag mal, hast du irgendjemanden sonst hier gesehen? So ungefähr ein Mann in meinem Alter? Ein Mann? Nö, niemand. Ist das der, für den du suchst? Für den, nach dem du schaust? Ja. Aber ich weiß nicht, wie er wirklich aussieht. Sag mir einfach Bescheid, wenn du ihn gesehen hast, okay? Ganz genau. Ich glaube aber nicht, dass irgendjemand hier ist. Oh, und kann ich dich auch etwas fragen? Professor Andrew. Er hat mir immer geholfen und sein Raum ist in der dritten Etage. Aber es hat einen Code, also kann ich nicht rein. Also dachte ich, der Professor hat vielleicht immer noch Lektürennotizen für mich oder sowas. Aber ja, sag mir, wenn du es offen gekriegt hast, okay? Alles klar.
Ich laufe noch ein bisschen weiter rum und du siehst aus wie die Hölle, also übertreib's nicht. Ja, okay. Sei du auch vorsichtig. Wenn du irgendein Monster siehst, geh weg. Ah, nicht das schon wieder. Ja, sicher. Ich habe ein Messer, um mich selbst zu verteidigen. Richtig. Okay, wir müssen noch. Ich muss noch mal in die Notiz, weil ich konnte mir nämlich jetzt. Was? Vielleicht ist er doch nicht so schlecht, wie ich dachte. God Energy Drink. Ja, Complicated Papers. Eins. Ah, warte mal. Die Tür oben. Six-Digit Code. 144246. 144246. 144246. 144246. Eins, vier, vier, zwei, für sechs. Ha! Fuck yeah! Lots of books. Was? Lots of books. Das sieht aus wie eine Art Tagebuch. Endlich bin ich mit dem Finale fertig. Ja, gut, dass er es wieder geschafft hat. Außer, da ist der Einsame, die... Ich habe ihm so viel beigebracht. Aber er hat noch nicht mal die Basics verstanden. Er hängt hinter allen her. Aber jetzt, trotz alledem, ist er so darauf fixiert, ein Anwalt zu werden. Der Nickname D steht für Träumer. Also Dreamer, Träumer. Offensichtlich wurde er ihm gegeben, für so, dass er so einen unmöglichen Traum hatte. Wenn du mich fragst, es ist für den... Okay, es ist für die Note, die er immer kriegt. Ich hasse es, wie er über mir... Okay, Fons, wie er immer über mir hängt. Okay, aber ich muss nett zu ihm sein. Und er kommt immer wieder für Stunden nach der Schule. Ich wünschte, ich hätte ihn niemals in meine Klasse gelassen. Ich hoffe, er gibt seinen Traum auf und findet einen anderen Weg. Das ist über die? Es ist fürchterlich, dass er diese Sachen über seinen Studenten sagt. Aber vielleicht ist die wirklich so schlecht. Wenn die das sieht, wird es ein großer Schock für ihn sein. Er sagt, er hat diesen Professor respektiert und hat es immer so hart versucht. Ja, ich habe die Seite rausgerissen. Ich will nicht, dass die diese Seite hier findet. Ich finde, man sollte seine Träume immer weiter verfolgen. Was? Oh. Das Monster läuft hier immer noch durch die Gegend. Sucht er mich, da er mich ja nicht töten konnte? Ich sollte die dazu überzeugen, oder davon überzeugen, dass er unbedingt hier geht. Es ist viel zu gefährlich. Ich gehe und suche ihn. Tihi. Wo steckst du, Dreamer? Hier nicht, hier nicht. Hier auch nicht. Nope. Okay, Leute, an der Stelle werde ich diesen Part erstmal beenden. Ich danke natürlich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part. Ja. Und ich freue mich natürlich über jegliche Unterstützung und ja, bis dann.